Guten Abend. Ja, ihr redet ja jetzt auch erstmal. Schön, dass ihr alle angekommen seid. Dann darf ich jetzt noch den letzten zweiteiligen Redebeitrag ankündigen. In den Medien hört man ja immer wieder, dass hier auf diesen Versammlungen, dass da ganz, ganz schlimme Extremisten und Verschwörungstheoretiker vorbeikommen. Und ich bin sehr froh, dass wir hier eine Germanistin haben, die uns das mal ein bisschen analysiert und geguckt hat, was denn an dieser Behauptung dran ist. Großen Applaus für Dr. Katja Leihausen! Hallo? Ja, danke. So, also ich bin verständlich, ja? Liebe Demonstranten, Anekdoten aus dem Corona-Leben kennt ihr alle. Da sperren Eltern ihre 18-jährige Tochter tagelang in ihr Zimmer wegen eines positiven Covid-Tests. Das Essen wird vor die Tür gestellt. Da wird ein 12-jähriger Junge von seinen Eltern zur Covid-Impfung gebracht und die Begründung heißt, na, das wollte er doch selbst. Schließlich hat er Angst um seinen Opa und er will ihn schützen. Manchmal denke ich, diese Menschen leben in einer anderen Welt. Sie wohnen in einem ganz anderen Haus als ich. Ich bleibe mal bei diesem Bild des Hauses. Es ist, als hätten sie sich eine Zwischenetage eingezogen, zwischen oben und unten. Oben, im Dachstübchen, ist die schwierige Nachrichtenlage. Ein Archiv von Texten und Dokumenten. Da ist es eng und man muss mühsam hinaufsteigen. Unten im Erdgeschoss findet das bodenständige Alltagsleben statt, wo wir aufgrund unserer Erfahrungen und Beziehungen ganz gut beurteilen können, ob es jemandem schlecht geht, ob man einem Kranken helfen muss, was das eigene Kind braucht. In Krisenzeiten muss man dauernd von unten nach oben und von oben nach unten laufen, um Lebenserfahrung und Theorie miteinander abzugleichen. Aber es gibt diese Häuser mit diesem Zwischengeschoss. Hier ist zusätzlich noch eine weitere Etage eingezogen, wo nicht kritischer Nachrichten- und Dokumentenvergleich oder Lebenserfahrung herrscht, schon gar kein Austausch. Dort herrschen zwingende Symbole. Neben den bekannten Anekdoten gibt es ja auch die bekannten Sätze, die immer wieder fallen. Ich sah die Bilder von Bergamo und da war doch klar, dass wir in den Lockdown müssen. Ich will lieber vorsichtig sein, denn die Zahlen gehen gerade wieder hoch. Die Frage, was die Bilder von Bergamo überhaupt zeigen oder was steigende Meldeinzidenzen überhaupt bedeuten, die wird von den Bewohnern der Zwischenetage bis heute nicht gestellt. Man macht einfach, was diese Symbole zwingend anordnen. Mächtige Medien und Politiker mussten nur immer wieder das Wort Solidarität benutzen und schon sperrten Eltern ihre jugendlichen Kinder ein. Dieselben Medien und Politiker rufen ganz laut Impfung und unverzüglich bringen Eltern ihre Kinder zum Arzt. Fragt man sie, warum sie das tun, so berufen sie sich auf Bilder, weil Bilder authentisch sind und wahr, auf Zahlen, weil Zahlen objektiv sind und sehr wissenschaftlich. Sie berufen sich auf moralische Fangwörter, denn uns verbinden ja Werte, und auf große Versprechen in kleinen Sätzen. Impfen hilft. Sie merken offenbar nicht, dass die Maßnahmen, die sie dann exekutieren, mit wissenschaftlicher Evidenz oder kluger Alltagseinsicht nichts zu tun haben. Ich nenne diese Bilder, Wörter, Zahlen, Realitätssimulationen. Und mit ihnen lebt es sich auf dem Zwischengeschoss sehr bequem. Nur Leugner wie wir, die treiben sich im ganzen Haus herum und fragen deshalb, ja, was soll noch mal dieses willkürliche Ein- und Aussperren beliebiger Bevölkerungsgruppen? Was soll die schikanöse Impfpflicht? Welche Realität wird damit simuliert? Und was sollen die Masken noch mal, die wir gerade auf dem Demonstrationszug hierher tragen mussten? Nun, das Maskentheater zeigt,
Auch wir Demonstranten werden zum Gegenstand von Realitätssimulationen mit zwingender Handlungsanweisung gemacht, nicht nur das Virus. Einer der wichtigsten heißt, Demonstranten sind Verschwörungstheoretiker. Und zwar immer dann, wenn sie die Regierung kritisieren. Die Verschwörungstheoretikerforschung boomt. Private Denkfabriken beteiligen sich daran. Parteistiftungen wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, staatliche Behörden wie die Bundeszentrale für politische Bildung und natürlich Universitäten. Moment, jetzt bin ich verrutscht. Genau. Dem Wortlaut unseres Grundgesetzes nach sind sie zwar in Forschung und Lehre frei, aber de facto sind sie abhängig von Drittmitteltöpfen. Alle diese Akteure simulieren gute Absichten und Gemeinnützigkeit und alle verdienen damit gutes Geld. Sie bekommen auch viel mediale Aufmerksamkeit. Alle paar Tage erscheint einer dieser Experten in einem der niedrigschwelligen Medienangebote. Beispielsweise in den Hauptnachrichten von ARD und ZDF, Deutschlandfunk, wo man immer nur einschalten muss. Oder in einer Lieblingszeitung wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder der Zeit, die man morgens beim Cappuccino so gerne aufblättert, nicht wahr? Um welche Forschungsrichtung geht es? Nun, die Medien gehen direkt zu sogenannten Extremismusforschern, wenn sie sich über regierungskritische Demonstranten unterrichten wollen. Wir haben mit Achim letzte Woche in Wiesbaden demonstriert und dort wurden wir mit Absperrgittern wie Hühner in einen Stall gesperrt. Da war es besonders deutlich. Es ist etwas ganz anderes, ob man einen Huhn aus dem Stall zum Tierarzt bringt oder zum Koch, wenn man wissen will, was es mit Zustand und Verwendbarkeit des Huhns auf sich hat. Sogar die Aktion Alles auf den Tisch, diese Interviews mit Wissenschaftlern und Fachleuten, wurden in den Medien von Experten für Verschwörungsideologien kommentiert. Meistens machen sie sich noch ein bisschen wichtiger und nennen sich dann Experten für Verschwörungsideologien, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Es sind Experten für die Simulation des Bösen schlechthin. Klettern Sie auf den Boden der Alltagseinsicht herunter, so viel sei vorweggenommen, dann wird es für Sie ganz schwierig. Immer wieder geistert die bodenständige Frage durch die Medien: Wer sind eigentlich diese Leute da, die dauernd gegen Corona-Maßnahmen und Impfzwang demonstrieren? In einem Bericht über die Kasseler Demonstration vom 20. März letzten Jahres mit 20.000 Teilnehmern meinte der Bayerische Rundfunk, die Demonstranten waren bunt gemischt. Und jetzt, wörtlich in dieser Reihenfolge, es waren Familien, Querdenker, Selbstständige, Verschwörungstheoretiker, Hippies und Impfgegner. Ich bin Sprachwissenschaftlerin, beziehungsweise man sagt auch Linguistin, und ich beschäftige mich mit dem Aufbau und Zusammenhang von Texten. Die textlinguistische Aufgabe ist es, nach dem roten Faden zu suchen, der solche Berichte über Familien, Querdenker, Hippies, Selbstständige und so weiter zusammenhält. Dafür habe ich 40 Texte aus den Hauptnachrichten untersucht, die also nach Befragung der Verschwörungstheoretikerforschung veröffentlicht wurden. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, der Zusammenhang liegt nicht in der Sache, nicht in der Information. Er liegt noch nicht einmal in der negativen Bewertung und Diffamierung. Er liegt in der Kriminalisierung von Demonstranten und Maßnahmenkritikern. Man erkennt das durch eine Analyse der sprachlichen Handlungen. Fortlaufend rufen diese Experten in den Medien, schließt sie aus Gesellschaft und Öffentlichkeit aus, brecht die Kontakte zu ihnen ab, vermeidet Diskussionen, verbietet ihnen, sich im Internet und auf der Straße zu äußern und bestraft sie, wenn sie es trotzdem tun. Dafür brauchen sie sprachlich die Verben wollen, können, sollen, müssen, dürfen. Und vor allem brauchen sie, wie für einen Film, diese Hauptfigur des Verschwörungstheoretikers. Ich zeige mal, wie sie die Realität dieser Filmfigur simulieren.
Der Verschwörungstheoretiker, Demonstrant und kritische Wissenschaftler ist eine Figur, über die man sich nur empören oder lustig machen kann. Am liebsten befragen diese Experten und Journalisten gleich am Anfang ihres Berichts leichtgläubige Menschen aus ihren eigenen Reihen. Sie fordern sie sinngemäß auf: Nennen Sie doch mal die absurdeste Behauptung, die Sie je von einem Querdenker, Corona-Leugner, Impfgegner und so weiter gehört haben. Den Sätzen, die dann zitiert werden, sieht man häufig an, dass diese Journalisten und Experten sie selbst frei erfunden haben, so platt sind sie. Covid gibt es doch gar nicht, lesen wir dann da. Eine einfallslose Übersetzung des Schimpfwortes Corona-Leugner. Aufgeregt wird dann festgestellt, dass das, was sie zur Not selbst erfunden haben, im Internet, auf Telegram und auf Demonstrationen verbreitet werden kann oder darf, dass das immer noch erlaubt ist. Dann wird vor diesen Personen gewarnt, denn sie sind gefährlich oder können gefährlich werden. In der Verschwörungstheoretikerforschung sind das selbstbewahrheitende Behauptungen. Wer schon in der Überschrift eines Berichts oder einer sogenannten Expertenstudie von Impfgegnern spricht, der stempelt die Kritiker von vornherein als radikal ab. Man denke an das Wortspiel mit dem Spinatgegner. Zu sagen, dass ein Impfgegner oder Spinatgegner sich radikalisiert, das ist so viel, oder sich radikalisiert hat, das ist so viel wie zu sagen, dass Frauen weiblich sind und Kinder noch nicht erwachsen. Vom Standpunkt der Logik her ist es eine Tautologie. Und hier ist es die Wiederholung desselben kriminalisierenden Extremismusvorwurfs. Dazu kommen Spekulationen darüber, das sind jetzt alles Zitate, dass demokratische Prozesse ins Wanken gebracht werden sollen, deshalb seid ihr alle heute hergekommen, nicht wahr? Dass diese Figuren auf Telegram mobil machen und immer mehr Leute noch auf ihre Seite bringen wollen, dass die Einführung einer Impfpflicht bei ihnen zu einer Verstärkung der Gewalt führen kann. Solche Berichte sind manchmal unfreiwillig komisch. Wenn sich eine Expertin darüber empört, dass die Demonstranten ihr das Wochenende in ihrem ruhigen Wohnviertel versauen. Oder dass sie sich beim Familientreffen wieder auf eine endlose Diskussion mit einem Querdenker einlassen muss. Dabei würde sie viel lieber Fotos vom letzten Skiurlaub angucken. Auch damit spinnen die Berichterstatter am roten Faden der Kriminalisierung. Denn durch solche persönlichen Belästigungen wird die Empörung angestachelt und die Warnung: Vorsicht, diese Leute stören. Es kommen dann übergriffige Ratschläge, wie man mit den Störern umgehen soll oder darf und kann, falls man noch ethische Vorbehalte haben sollte, sogar im privaten Bereich. Da heißt es, ich zitiere: Setzen Sie Grenzen, geben Sie ein klares Signal, Manipulation im positiven Sinne ist erlaubt. Loben etwa sei sehr hilfreich im Umgang mit Verschwörungstheoretikern. Man soll ihnen sagen, ich finde das ganz toll, dass du dich so ernsthaft um Informationen bemühst. Das gefällt uns. Natürlich, so steht dann dort auch, natürlich dürfen sich Kontakte auch verändern. Alles, was ich gerade zitiert habe, steht in einem Magazin der Evangelischen Kirche. Das heißt, sie fordert zur Manipulation auf, zu Diskussionsabbruch und zu Kontaktabbruch, sogar im engsten Freundes- und Familienkreis. Im weiteren Textverlauf wird die Erziehung zum Guten und zum Wahren dann auf den öffentlichen Bereich ausgedehnt. Die Berichte malen ein schmutziges Milieu von Demokratiefeinden, in das man ganz schnell abrutschen kann, wie ins Drogenmilieu. Es wird beispielsweise getitelt: Eine Rentnerin geht dahin, wo es schmutzig ist. Und dann folgt die Heldengeschichte einer Frau, die auf Twitter nach verdächtigen Postings fahndet, um sie anzuzeigen. Jeder solle diesen Corona-Leugnern ein kräftiges Nie wieder ins Gesicht rufen. Dieser bekannte geschichtliche Vergleich des Nie wieder, also nie wieder Faschismus, ist mit der bekannten Doppelmoral nur diesen Experten erlaubt. Sie benutzen ihn für die medienwirksame Kriminalisierung der Kritiker.
Vollendet wird sie schließlich, indem die befragten Extremismus-Experten erzählen, bei welchen Verbrechen Polizei und Staatsanwaltschaft bereits versagt haben. Dazu berichten sie vom Tankstellenmord in Idar-Oberstein, von der Stürmung des Kapitols in Washington oder einem Fackelaufmarsch vor der Privatwohnung eines Politikers. So wenig diese Verbrechen und Delikte mit der Corona-Maßnahmen und Impfkritik auch zu tun haben, von diesen Experten werden sie als Beleg dafür gewertet, dass sich ihre Lieblingsfigur des Verschwörungstheoretikers gerade radikalisiert. Und einen solchen Beleg wiederum nehmen sie dann gleich als Anlass dafür, auf die Strafverfolgungsbehörden direkt zuzugehen und sie, wie sie dann immer sagen, direkt anzusprechen. Die Experten erstellen Täterprofile, die sie als potenzielle Täterprofile interpretieren. Die Behörden sind darauf schon vorbereitet. Sie wissen, was sie tun müssen. Wenn Familien, Querdenker, Selbstständige, Verschwörungstheoretiker, ihr wisst schon, wenn die alle zusammen demonstrieren, dann sorgen die Behörden mit Maskensymbolik, mit Abstands- und damals auch Hühnerstall-Symbolik für das, was sie phänomenübergreifende Extremismusprävention nennen. Also es gibt drei Kategorien. Die erste ist Rechtsextremismus, die zweite ist Linksextremismus, die dritte ist phänomenübergreifender Extremismus und darunter fallen dann Demonstrationen wie diese hier. Die Bilder von Bergamo und die Meldeinzidenzen zeigten uns also, wie gefährlich das Virus ist und was wir dringend tun müssen. Jetzt zeigt uns die Forschung an dieser kriminologischen Figur des Verschwörungstheoretikers, wie gefährlich Demonstranten, Maßnahmenkritiker und Covid-Impfkritiker sind und was Gesellschaft, Staatsgewalt und unsere Familien dringend mit ihnen tun müssen. So erklärt sich die aggressive Stimmung an den Rändern der Demonstrationen, die Gewalt von vermummten Schlägertrupps sogar, in Berlin ist es bezeugt. So erklären sich die Schlachtfelder an den häuslichen Kaffeetischen, Ehescheidungen sogar und natürlich auch die starkköpfigen Reaktionen der allermeisten Richter bei der Polizei, in der Kirche, die Diskussionsverweigerung in den Universitäten. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ich mache jetzt eine kleine Pause und würde dann noch der Figur des Demonstranten als Verschwörungstheoretiker ein anderes Bild entgegenstellen, was ich wichtig finde. Bis gleich. Was hast du noch vor? Wir müssen noch ein Lied spielen, dann macht sie noch ihren zweiten Teil der Rede. Da wird sie zu lang. Ich kann auch lassen, wie du magst. Spielen wir mal was Positives. Kommen ja auch irgendwann wieder gute Zeiten. Doch ich geh von dir fort und ich warte nicht, bis es regnet. Heute ist der perfekte Tag, überhaupt nichts zu verlieren. Nur ein Platz im Massengrab. Erst am Abspann weißt du wirklich, ob der Film geil war. Erst am Abspann weißt du, ob der Film geil war. Hey, ich steig jetzt in den Flieger. Meine Bude bin ich los. Kommt doch alles immer wieder. Vertrau aufs Leben, zwei
Erst am Abspann weißt du, ob der Film geil war. Erst am Abspann weißt du, ob der Film geil war. Klassiker. Die Regel meiner Frau ist regellos. Meine Hoden sind entzündet, riesengroß. Vom Impfen kann's nicht sein. Vom Impfen kann's nicht sein. Opa liegt im Sterben ganz allein. Vorher war er fit und wollte heim. Vom Impfen kann's nicht sein. Vom Impfen kann's nicht sein. Über Risiken wurde keiner aufgeklärt. Und wer fragt, stellt verkehrt und stört. Neulich auf dem Platz ist einer umgekippt. Die Leute sagen nur, er hatte gar kein Glück. Vom Impfen kann's nicht sein. Vom Impfen kann's nicht sein. Die Schüler schlafen schlecht und haben Gürtel rot. Ich frag mich nur, was ist mit diesen Eltern los? Vom Impfen kann's nicht sein. Vom Impfen kann's nicht sein. Über Risiken wurde sehr wohl aufgeklärt. Doch wärst du, der gilt als quer verkehrt und stört. Vom Impfen kann's nicht sein. 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 Und jetzt hier. Vom Impfen kann's nicht sein. Vom Impfen kann's nicht sein. Vom Impfen darf's nicht sein. Der ist auch bald auf.